ungefähr, also im Mai 2015 nach Mainz gekommen und aus Berlin dazugekommen. Und ich habe Sarah Ostertag, die Hausregisseurin, kennengelernt, die zusammen mit Annika Werle von der Uni schon über das Projekt In Zukunft Mainz gesprochen hat. Und es ging darum, ja eben die Hochschule Mainz und die Theaterwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität mit dem Theater zusammen zu denken zu diesem und einen Audiowalk auf dem Campus zu machen. Dass beides oder diese drei Komponenten, Staatstheater, Hochschule, Universität, das stand schon als Idee der Kooperation. Und ich wurde dann damit betraut, dieses Projekt von Staatstheaterseite aus als Dramaturgin mit zu betreuen und habe mich mit Annika Werle, während Sarah Ostertag auch noch viele Projekte außerhalb und außerhalb von Mainz hatte, darum gekümmert, dass wir diese Kooperation auf Gleis bringen. Und dann haben wir so zwei Faktoren gehabt, nämlich einmal, dass das Ding In Zukunft Mainz heißt und wir uns vor allen Dingen auf dem Campus befinden und erstmal nicht so richtig in der Stadt Mainz sind. Und viele Mainzerinnen und Mainzer sich, wenn sie nicht gerade studieren, sehr selten nach oben auf den Campus bewegen. Und zweitens auch sehr viele Studierende beteiligt sind, was sehr schön ist. Aber wir wollten wirklich sagen, es geht hier auch um die Zukunft der Stadt und das soll die Stadt auch mitbekommen. Und welche Ideen, Visionen gibt es schon in der Stadt von Akteurinnen und Akteurinnen und verschiedenen Initiativen, Institutionen, die bereits jetzt geplant und gelebt werden. Und deswegen haben wir dann angefangen, diese Reihe vorzuschalten vor dem Audiowalk auf dem Campus und haben jetzt von Ende April bis Mitte Juli diese vier Thementage veranstaltet, wo wir nochmal spezifizieren und nochmal vier Unterthemen zu dieser großen Frage Zukunft gesetzt haben, nämlich die Frage nach zukünftigen Finanzsystemen, Wert, das war der MainzMap 1-Tag, die Frage nach neuen Ressourcen, immateriellen, aber auch materiellen Ressourcen, MainzMap 2, MainzMap 3 hat sich mit neuen Technologien beschäftigt und MainzMap 4 mit dem Zusammenleben in der Zukunft. Mir erstmal spannende Synergien und zukunftsweisende Synergien jenseits dieser Frage, wie leben wir in 2116, sondern erstmal diese verschiedenen Studierenden und auch Initiativen, Menschen, die jetzt an den Thementagen beteiligt waren, zusammenzubringen und dass sich da ein Netzwerk bildet, sehr sichtbar, mit sehr dicken Strängen und auch sehr unsichtbar, wo man weiß, ah, okay, da sind auch Leute beteiligt gewesen, mit denen kann man immer wieder anknüpfen und weitergehen. Und auf dieses Netzwerk aufzubauen und zurückgreifen zu können, wenn wir zukünftige Projekte planen. Auch im Hinblick darauf, dass ich Theater in einer Stadt, Stadttheater oder hier in Mainz das Staatstheater, als einen Ort begreife, wo man wirklich Begegnungen inszeniert zwischen Menschen, die vielleicht sich sonst nicht begegnen würden und Gespräche initiiert in Rahmen, die man in irgendeiner Form ästhetisch auch auflädt und damit Wirklichkeit, die man dann auch reinbringt. Also wir haben jetzt ja nicht wirklich die großen Stücke, die wir jetzt hier in diesem Projekt irgendwo auf die Bühnen in der Stadt bringen, sondern wir haben Menschen, die real in ihrem Leben an Themen, an Herausforderungen der Zukunft arbeiten und die jetzt in inszenierten Räumen zu zeigen und eine Stimme zu geben. Das ist für mich erstmal gerade eine Hoffnung, dass das uns am Ende gelingen wird und dann auch zu sehen, dass man in Zukunft auf diesen Räumen, die man da erschließt, auch aufbauen kann und damit weitergehen kann.